heute ist es wieder soweit. Ich darf mich tierisch aufregen. Ich stehe hier an einer 50 kW Ladesäule. Ich war hier schon ganz oft und die Ladesäule war voll geparkt. Das Phänomen ist hier, dass wir hier einen Lieferdienst, Paketlieferdienst haben, das ist DPD, und die haben elektrische Transporter. Finde ich grundsätzlich total cool, dass sie hier elektrisch fahren, und das ist für die natürlich auch mega günstig. Vor allen Dingen, wenn sie noch eine Karte von den Stadtwerken Osnabrück haben, weil dann können sie nämlich sogar kostenlos hier an dieser Schnellladesäule tanken. So wie ich das ja auch kann, weil ich Stadtwerke-Kunde bin. Das Video dazu verlinke ich euch nochmal hier. So, was machen jetzt aber diese DPD-Jungs? Und die können ja selber nichts dafür, aber deren Chef sagt denen natürlich: Hey, wenn ihr mit eurer Schicht fertig seid, dann ist es wichtig, dass ihr nach der Schicht euer Auto hier hinstellt, damit es am nächsten Tag wieder vollgeladen ist zum Tanken, zum Fahren. Ja, super, dann stellen die das hier hin und dann fängt das an zu laden. Das Problem ist aber, nach ein paar Stunden ist das natürlich vollgeladen und dann fährt es keiner mehr weg. Am Anfang hatten sie sogar beide ihre Transporter hier fett hingestellt. Jetzt mittlerweile ist es zum Glück nur noch einer und der andere steht an einer anderen Ladesäule. Aber sie nehmen natürlich dann anderen Elektroautofahrern den Spot weg. Und das ärgert mich immens. Und wenn ich dann noch hier hinkomme und mittlerweile sie gar nicht mehr laden und hier einfach nur stehen, damit sie hier kostenlos parken können, dann geht mir einfach die Hutschnur. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es halt einfach nur assi. Ich weiß, die Jungs, die hier fahren, ne, die können da nichts dafür. Die verdienen, weiß ich nicht, 8,90 Euro Mindestlohn die Stunde, wenn es gerade mal, wenn es hochkommt. Und die machen halt das, was der Chef denen sagt. Ne? Oftmals, also ich habe ein, zwei von denen ja schon mal getroffen, habe gesagt, hier Leute, könnt ihr nicht machen, könnt ihr euch nicht einfach hinstellen und alles blockieren. Vor allen Dingen, wenn ihr dann zum Teil über das Wochenende oder über die Ferien einfach hier stehen bleibt, über das verlängerte Wochenende, und dann hier einfach die ganze Ladesäule blockiert, so, ne? Und dann beim zweiten Mal habe ich dann mal zu einem gesagt, ey Jungs, ganz ehrlich, ich lasse euch abschleppen, wenn ihr hier mir die Säule blockiert und ich nicht laden kann. Abschleppen ist aber gar nicht so einfach, weil das ist ein Privatgelände. Das heißt, das Ordnungsamt kann nichts machen und die Polizei kann auch nichts machen. Der Einzige, der das machen kann, ist der Besitzer von diesem Grundstück. Und hier in diesem Fall weiß man gar nicht so richtig, wer das ist, weil hier sind zwei Supermärkte, vielleicht gehört es einen von den Supermärkten, dass sie das Grundstück wohl gekauft haben zu den Supermärkten dazu, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Meistens gibt es da Grundstücksgesellschaften und bla bla bla, es ist super kompliziert und man wird niemals jemanden finden, der sagt, ey, du stehst hier die ganze Zeit und blockierst meinen Parkplatz und nimmst mir die Kunden weg, weil ich natürlich, wenn ich hier nicht parken kann und nicht laden kann, dann gehe ich hier auch nicht einkaufen, ja, macht der halt weniger Umsatz. Aber den Leuten, Penny oder was, oder in den Supermärkten kann ich das dreimal erzählen, das interessiert die halt nicht, ne? Es ist einfach super nervig. Ich mache dieses Video halt auch, vielleicht sieht das ja der ein oder andere und dann könnt ihr einfach mal sagen, ey Leute, super assi Move, wenn man hier die Dinger blockiert, weil dann können die anderen Leute nicht laden. So, könnt ihr ja vielleicht mal, könnt ihr ja den Leuten mal erzählen. Und jetzt zeige ich euch das mal. Es ist natürlich mega dunkel und das Bild ist scheiße und so. Aber man kann es natürlich sehen. Ich kam halt hier vorhin an mit meinem Kona. Ihr seht den ja hier, der lädt auch ganz fröhlich vor sich hin so. Und dann steht hier das Auto und lädt halt gar nicht mehr. Ne? Ihr seht das ja hier ganz gut. Der CCS-Stecker steckt natürlich bei mir. Und wie ihr feststellen könnt, das Auto lädt nicht. Und ich habe hier nichts gemacht, ich habe hier nichts rausgesteckt. Es ist einfach nur scheiße. Und die können dann hier einfach nicht laden, weil der Depp sich hier hinstellt und einfach kackdreist, ohne zu laden, sich hier hinstellt, um zu parken. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob ihr sagt, ja, ist doch nicht so schlimm. Hauptsache, man fährt elektrisch. Also ich finde es einfach nur assi, wenn man sowas macht. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr aufgeregt, aber sorry, ich verstehe das einfach nicht. Ne? Ich weiß, klar, es ist kompliziert und der will ja auch nicht, wenn er seine Schicht vorbei hat, dann nochmal hier irgendwann abends hinkommen, um das Auto umzuparken. Aber da muss man sich doch irgendwie überlegen, wie man das halt besser löst. Und wenn so eine Firma wie DPD, dann muss man doch als so eine Firma sagen, hey, ich versuche irgendwie dafür zu sorgen, dass es eine Ladeinfrastruktur gibt, dass ich nicht hier den anderen Leuten die Ladesäulen wegnehme, sage ich mal, oder hier einfach nur die Parkplätze nutze, um hier mal kostenlos parken zu können. Wie bescheuert ist das denn? Nur weil ich das ausnutze, dass es dann so eine rechtlichen Lücken gibt, dass mich dann hier jetzt keiner abschleppen kann oder was? Also, ganz ehrlich, sagt mir mal bitte, was ihr davon haltet. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber mich würde es wirklich interessieren, ob das so einfach so, ja, ist halt so, ne? Dann fahr doch nach Hause oder fahr doch zu der nächsten Ladesäule oder ob man halt
ob man dann sagt, nee, da muss man irgendwie auch gesetzlich eine Regelung finden, dass sowas halt irgendwie nicht geht. Und ich höre mich an wie so ein typischer Deutscher, ne, mit gesetzliche Regelung finden und so. Aber es ist einfach nur mega assi, wenn ich jetzt hier stehe und jetzt kommt ein Golf und der will einkaufen und der kann einfach nicht laden, weil hier der Blödmann steht und einfach nur sein Auto hier parkt. Das kann doch eigentlich nicht wahr sein, so, ne? Also gut. Genug gelabert, genug aufgeregt. Sorry dafür. Wenn es trotzdem euch unterhalten hat, lasst mir einen Daumen hoch oder lasst mir ein Abo da. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.